Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Sorcery. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir müssen jetzt erstmal kurz leveln. Wir sind Level 19 aktuell. Und ich muss unbedingt Level 20 werden, um den nächsten Baumodus freizuschalten, nämlich Ziegelsteine. Genau, ich habe das Fundament schon mal ein bisschen vergrößert, Leute. So soll das Gebäude dann letztendlich aussehen. Wir müssen mal gucken, wie weit wir da heute kommen, aber jetzt müssen wir erstmal leveln. So, passt mal auf, dann zeige ich euch mal was. Ich war hier in diesem Dafari-Dorf hier auf, was ist das, auf D4 und habe dort mich ein bisschen durch die Dafari geprügelt und tatsächlich wieder diese geile Maske rausbekommen, diese Nachtschleiermaske. Mit der können wir nachts gut sehen, das ist bestimmt gut, wenn wir bauen. So, dann machen wir mal hier ein paar Krokodile weg. Voll daneben. Voll daneben, Leute. So. Ihr habt mir übrigens gesagt, ihr findet das mit der Erntemenge mal 3 ganz gut fürs Let's Play. Allerdings meintet ihr, dass die Fertigungskosten, dass die zu weit unten waren. Die habe ich jetzt tatsächlich auf 0,5 wieder hochgemacht. Und dann ist es ein bisschen, authentischer. So, jetzt müssen wir uns mal hier noch durchprügeln, Leute. Wir brauchen unbedingt Level 20. Es geht übrigens echt schnell mit den Leveln. Finde ich super. So, der stirbt. Ach, wir können ja auch nochmal in die Höhle gehen, wo der Schwefel drin ist. Da sind ja auch Krokodile, da sollten wir schnell Level 20 werden. Das machen wir, Leute. Da ist er ja gleich. Und wir müssen noch ein Trockengestell bauen, denn wir brauchen isoliertes Holz. Und für isoliertes Holz brauchen wir Harz. Deswegen, wir nehmen gleich nochmal Schwefel mit, wa? Wenn wir einmal hier sind. Deswegen brauchen wir dieses Trockengestell. Ich kann mich erinnern, dass wenn man dort Holz trocknet, dass da Harz bei rauskommt. So, dann komm mal her hier. Okay, jetzt haben wir es gleich geschafft, Leute. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Mal ganz kurz einen Gesundheitstrink nehmen. So, jetzt haben wir die Stufe erreicht, Freunde. Das Schwefel nehmen wir hier auch noch schnell mit. Und dann gehen wir nach Hause. Bauen das Trockengestell. Und genau. Und dann fangen wir an mit Bauen. Ich habe so Bock drauf zu bauen. Das Gebäude, weiß ich nicht, ob wir das in der heutigen Folge fertig bekommen. Wenn nicht, machen wir es halt in der nächsten Folge fertig. Zumindest Inneneinrichtungen und so kriegen wir heute wahrscheinlich nicht mehr gebacken. Aber so die Grundmauern würde ich schon gern bauen. Allerdings will ich halt, ich will unten gern so Ziegelsteine. Arena-Material kriegen wir leider erst mit Level 30. Ich hätte es ja gern wieder mit Arena-Grundmauern gemacht. Aber das ist jetzt momentan noch nicht möglich. So schnell können wir dann doch nicht leveln. Und wir machen halt unten Ziegel und oben dann isoliertes Holz. Wie gesagt, jetzt brauchen wir erstmal schnell Trockenbauständer. Trocken, ihr wisst schon, wie die Dinger heißen. Das stellen wir hier auch noch gleich 2 auf. Erstmal müssen wir sie freischalten. So, trocken. Da ist er. Freischalten bitte einmal. Mit Konstruktionshammer. Ich schätze mal, wir brauchen dafür Holz. Haben wir noch Holz? Ja, hier ist noch ein bisschen. Genau. Nimm mal die Hälfte raus. Die stellen wir jetzt einfach hier mit hin, Leute. Also Konstruktionshammer. Halt, ich drücke immer die falsche Taste bei dem Ding. Werkstätten wahrscheinlich. Wo ist es? Wo ist es? Hier. Rezept. Ah, da brauchen wir dieses Holz. Da habe ich aber hier, glaube ich, schon was vorbereitet, Leute. Ah ja, guckt mal. Wieso läuft hier nichts weiter? Ich stell mal her. Nimm mal, ja, was weiß ich, 50. Okay. So, nochmal das Ganze. Werkstätten, allgemein. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ach, Zwirn. Mm.
20, machen wir 200. So, jetzt aber bitte. Zack und zack. Wir bauen gleich zwei Leute. Dann haben wir schon mal genügend. So, drück mal Play. Warte mal, was brauchen wir da? Ach, Rinde. Wir brauchen Rinde, Leute. Aber Rinde habe ich doch eigentlich. Wartet mal, wo habe ich denn die Rinde? Achso, hier können wir gleich noch Schwefel reinfacken. Stahlfeuer war... Teer, haben wir hier noch Teer? Ja, 55. Hier ist auch noch Rinde. So, wartet. 55 Teer. Zack. Loslegen. Rinde. Ja, guckt an. Da haben wir genug. Okay, und jetzt Play drücken. Genau, jetzt macht er trockenes Holz und ich glaube, da entsteht auch Harz draus. So, zack. Und Play. Lasst mal gucken. Kommt da Harz raus? Wir brauchen Harz, Leute. Wir brauchen Harz. Komm, mach mal fertig hier. Ja. Da kommt Harz raus. Wunderbar, Leute. So, wartet. Ich habe hier noch Salz einstecken. Das schmeißen wir auch mal schnell hier rein. Gut. Jetzt müssen wir die nächste Stufe... Das hier. Steinmetzgeselle. Das möchte ich gerne freischalten. Das haben wir jetzt. Ziegelfundament. Wird mit einem Bauhammer gebaut. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir dafür benötigen. Gebäudeteile. Steinziegel. Halt. Wir brauchen Eisenverstärkung und ganz normale Ziegel. Okay, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nimm mal den Bauhammer weg, du machst nur Blödsinn. Ziegel haben wir hier. Oh, die wiegen ganz schön. Und Eisenverstärkung müsste ich auch schon vorbereitet haben. Läuft die Aufnahme überhaupt, Leute? Läuft denn die Aufnahme überhaupt, ja? So, na, viele Eisenverstärkung haben wir nicht, aber sollte erstmal reichen. Also hier möchte ich gerne die Schmieden hinbauen. Wartet mal, wir brauchen erstmal Treppen. Wir brauchen erstmal Treppen. Steinziegel. Wieso sind da keine Treppen dabei? Isoliertes Holz. Wieso sind da keine Treppen dabei, Leute? Ach, muss ich da extra noch was freischalten? Wartet mal, wissen. Lasst mal gucken bei Treppen. Treppen. Treibgut. Sandstein. Hier, Treppenbauer Geselle. Oh, da müssen wir Stufe 23 dafür sein. Na gut, dann erstmal ohne Treppen, Leute. Also, wie habe ich mir das gedacht? Erstmal Ziegeltürrahmen. Kommen jetzt hier hin. Einmal drehen. Ah, Gebäude. Wir haben wieder was freigeschaltet. Halt, der ist falsch rum. Machen wir da weg. Einmal drehen. So. Und so. Dann möchte ich hier gern den Zaun hin haben. Naja, das machen wir später. Jetzt kommen erstmal Fenster. Ja, schade, dass man die Arena-Teile erst mit Level 30 bauen kann. Die hätte ich jetzt hier schon gerne gehabt, aber da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Baumaterialien, die wir noch gar nicht haben. So, zack. Jetzt muss ich mal überlegen. Genau. Hier kommt jetzt eine Wand hin. Na? Außenseite, Außenseite. Außenseite. Jawohl. So habe ich mir das überlegt, Freunde. Hier machen wir ein Fenster. Na, dreh mal. Und immer abwechselnd. Und hier. 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 Und in die Ecke. Genau. Jetzt der Rest Wände. Gibt es dafür eigentlich XP, wenn ich hier baue? Nicht wirklich, ne? Schade eigentlich. Ah, jetzt geht uns geformtes Holz. Haben wir denn da noch welche? Haben wir da echt schon alles verbaut? Nee, wir haben das noch gar nicht. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überlastet. Braucht mir dafür jetzt wirklich geformtes Holz? Hab
habe ich denn hier, was hier so viel wiegt? Warte mal, tu mal wieder 100 zurück. So, okay. Level 23, wie wären wir denn jetzt schnell Level 23? Vielleicht gehe ich doch nochmal in die Krokodilshöhle, Freunde. Macht vielleicht Sinn. Aber 3 Level ist schon ganz schön hart. Naja, wir bauen erstmal. Wir bauen erstmal weiter. Quatsch. Zack, zack. Oh, wo ist denn der gelandet? Wartet mal. Der muss dort weg. Achso, wir könnten im Prinzip dann auch schon die Schmelzöfen bauen. Einmal drehen. So, zack. Es wird ein ziemlich hohes Gebäude, sag ich mal. Oh. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das ist geil mit dem neuen Baumenü. Also gefällt mir echt gut. Ja, wo ist denn der schon wieder gelandet? Ach so, der hat ein bisschen gebraucht. So, Freunde, okay. Das sieht doch schon mal ganz solide aus. Das ist dann hier unten... Na, geht doch mal hoch. Hier unten kommt dann quasi die Werkstatt rein, ne? Da kommen dann alle Werkbänke und sowas. Und oben kommt dann ein... was ist denn hier mit meinem Dach eigentlich passiert? Komisch. Was wollte ich sagen? Oben kommt dann der Wohn- und Wohlfühlbereich. Guck mal, wir haben schon 17 Harz. Da können wir doch schon mal isoliertes Holz herstellen. Dafür brauchen wir trockenes Holz. Okay, warte. Trockenes Holz haben wir auch schon. So, zack, rein damit. Und, naja, viel kommt jetzt noch nicht bei rum, Leute. Passt auf, wir gehen jetzt mal in diese Krokodilshöhle nochmal. Lass mal alles hier, was jetzt nicht wichtig ist. Zack. Naja, da läuft schon das erste Zeug durch. Was haben wir hier? Ach ja, die Ziegel. Ja, die tun wir erstmal wieder hier rein. So, sind hier eigentlich Ziegel fertig? Ja, hier sind auch Ziegel fertig. Hier auch. Super, Leute. Das klappt. Wegen Dunkelheit müssen wir uns jetzt keinen Kopf machen. Heiltränke haben wir. Wir müssten eigentlich mal den Alchemietisch herstellen für bessere Heiltränke, aber es geht jetzt erstmal so. Das machen wir dann, wenn das Gebäude fertig ist. Machen wir das dann soweit fertig, dass wir dort alles hinstellen können, was wir benötigen. Bleibt mir fern, ich will hier rein. So Leute, dann setzen wir mal die Maske auf. Ich finde die super. Die gibt es einfach dort in diesem Tafari-Dorf. Müsst ihr einmal mal ein paar Leute umklatschen. Und wenn ihr Glück habt, droppen die NPC. Also ich hatte ja letztens im Livestream hatte ich die ja auch bekommen. Und diesmal wieder. Finde ich super. So. Ich brauche XP. Oh je, oh je. Okay, 4 ist echt krass. Aber sie haben mich noch nicht einmal gebissen. Guckt sie euch an, die aggressiven Dinger. Ah, und da kugeln sie runter. Hier ist noch einer am Leben. So, da haben wir schon mal Level 21. Das ist doch spitze. Dann gehen wir mal weiter rein. Da ist das nächste Krokodil. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodog. Daneben. So, das ist auch down. Da ist ein großes Krokodil. Ich habe ein bisschen Angst. Lass mal erstmal die kleinen pullen. Kommt mal alle her. Ich glaube, das Große, das schaffe ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn das einmal zubeißt, kriege ich doch bestimmt einen Wanst voll, Leute.
So, Ausdauer, Ausdauer, Leute. Aufpasse. So, komm ran hier auf den Meter. So, das nächste bitte. Oh nein, das große. Kommt das hier durch? Meint ihr, das passt hier durch? Scheiße, ich will erstmal nur die kleinen machen. Ich will erstmal nur die kleinen machen. Scheiße, das große. Passt das da durch? Bitte nicht. Bleibt dort bitte hängen. Nein, es passt natürlich durch. Scheiße! Vielleicht sollte ich mir Pfeil und Bogen craften. Okay, das große geht zurück. Sehr gut. Aber die kleinen leider auch. Scheiß Mist. Mist. Mist, Leute. Vielleicht Pfeil und Bogen, ne? Wäre irgendwie cool. Ja, da kommt eins. Aber das sind ja dann immer noch drei. Ja, komm her, komm her. Okay, eins haben wir gepult. Das könnte lustig werden. Aber wir brauchen XP. Wartet mal. Attribute. Oh, wir haben 25 Punkte zur Verfügung. Ey, da gehen wir nochmal in Stärke vielleicht. Was wäre denn hier der nächste? Hast du weniger als 50% Gesundheit, verursachst du 25% mehr Schaden und erhältst 100 Rüstung. Das klingt eigentlich auch gut, ne? Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf Stärke, Leute. Genau. Was ist der nächste Punkt? Blutrünstiger Berserker. Hast du weniger als 25% Gesundheit? Naja, das wollen wir ja mal nicht. Vitalität. Ich mach mal noch ein bisschen hier drauf, Leute. Das können wir ja später auch noch umskillen, ne? Wähle einen Vorteil. Wiederkehr. Erhalte einen einmaligen Heilungseffekt, wenn deine Gesundheit unter 50% sinkt. Kann nach vollständiger Heilung erneuert werden. Oder Schnellheiler, du erhältst 50% mehr Gesundheit durch Heilungseffekte. Hm. Ist eigentlich beides gut, ne? Ja, machen wir mal das. So, jetzt haben wir 400. Dann hauen wir uns mal so einen Trank rein. Das ist viel zu hell, ne? Warte mal. Das ist fast zu dunkel. Ne, lass mal noch die auf. Da kommt das nächste. Das große hat uns noch nicht gesehen. Das ist gut, Leute. Das ist gut. So, jetzt wird's lustig, Freunde. Jetzt müssen wir mal. Das große hat uns immer noch nicht gesehen. Kleiner aber auch nicht. Okay. Ich muss erst die scheiß Kleinen wegkriegen, aber die lassen sich einfach nicht treffen, die Blade-Männer. Okay, jetzt müssen wir heilen. Und auf die Ausdauer achten. Weg, weg, weg! Scheiße, Leute. Okay, das eine ist weg, das andere auch. Jetzt haben wir nur noch das große, Freunde. Sollte man eigentlich schaffen. Es hat mich trotzdem erwischt. So, wir müssen halt nur aufpassen, wenn es zuschnappt.
Ja. Ja, das schaffen wir, Leute. Das sieht gut aus. Ja! Eine Stufe aufgestiegen. Miniboss besiegen. Miniboss komplett. Sehr gut, Freunde. Warte mal, kriegt man hier nicht irgendeine Trophäe raus oder irgendwas? Was war das? Irgendwas habe ich da rausgekriegt, Leute. Was ist das? Schartiges Geiselsteinfragment. Wartet mal. Und die andere Maske aufsetzen. Geht's hier rein? Ist das eine Türe? Nö. Ist hier sonst noch irgendwas? Ist hier eine Kiste? Warum geht's hier nicht rein, Leute? Sieht doch so aus, wie als ob. Aber hier geht's nicht rein. So, welches Level haben wir jetzt? Wissen 22. Sehr gut, Leute. Dann haben wir gleich Stufe 23. Ich weiß gar nicht mehr, für was wir Stufe 23 brauchen. Ach ja, für die Treppen. Ja. Dann müssen wir nochmal Krokodile klatschen. Beziehungsweise irgendwas anderes. Ja, cool. Haben wir schon mal unseren ersten Miniboss erledigt. Nice, nice. Das Coole ist, in der nächsten Folge können wir dann richtig schön das Gebäude auch fertig bauen. Jetzt müssen wir mal schauen. Gibt es denn hier noch Gegner? Was haben wir denn hier noch so? Wir gucken mal kurz in die Wüste. Krokodile bringen ja irgendwie am meisten, ne, momentan. Für Steinnasen habe ich keine passende Waffe. Laufen wir einmal hier oben rum. Irgendwas wird uns schon... Guck mal, da oben ist eine Spinne. Warum sind hier Spinnen, Leute? Okay, das gucken wir uns mal genauer an. Ist hier irgendeine Höhle? Also hier ist Kohle, ne? Ja, komm mal her. Ah, die machen aber... Ekelhaft. Aua. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Die sind echt flink, die Scheißviecher. Aua, 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 aua. Bei dem Wieso kommen da gleich so viele? Wartet, Ausdauer hochpumpen. Man macht kaum Schaden bei den Scheißviechern. Oh, ey. Man. Jetzt lass mich dich doch treffen. Eklig. Ich treffe die halt nicht mit meinen kurzen Dolchen. Jetzt. Ah, die bringen nicht so viel XP. Alter, ist das eklig. So. Warte mal, gibt's da nicht irgendwie auch oben? Meine Dolche sind gleich kaputt. Wundsekret, genau. Das brauchte man doch auch für irgendwas. Und Chitin? So, okay. War ja nicht noch eine vierte? Die ist despawned anscheinend. Na egal. Die bringen jetzt nicht so viel, Leute. Aber warum sind die hier? Ist hier irgendwo eine Höhle? Die Spinnen sind doch meistens immer da, wo Höhlen sind, oder nicht? Guckt mal. Da ist auch wie so ein... Ach du Scheiße, Leute. Guckt mal, hier ist alles voll mit Spinnenweben. Mensch, ist das eklig. Oh, keine Ausdauer. Ich verrecke doch, du Blödmann. Ach,
Ach, scheiße, unsere Klingen sind kaputt. Ich habe kein Eisen einstecken. Scheiße, wir müssen hier weg, Leute. Wir müssen hier weg. Oh, Mann, ey! Eklige Scheiße! Voll eine in den Nacken. Stahl haben wir ja noch nicht. Nee, wir müssen halt mit Eisen. Naja, okay. Aber guckt mal, wir haben gleich Level 23. Wenn das Krokodil jetzt wieder nachgespawnt ist, haben wir Glück. Also erstmal müssen wir schnell unsere Dolche reparieren. Dolche. La Dolche vita. So. Hauen wir noch hier so einen Trank rein. Und vor allen Dingen nehmen wir eine neue hier runter. Guck mal, da haben wir auch gleich ein bisschen Wundsekret. Das ist doch super. Ja, bleib ruhig. Ich muss mich erst reparieren. Hier ist das Krokodil. Sehr gut. Und dann sollte das da vorne auch da sein. Wenn wir die alle platt haben, sollten wir Level 23 erreicht haben. Keine Ausdauer mehr. Na sowas. Na sowas. Wartet mal, Krokodil. Geh mal wieder zurück. Ich muss mal hier auf mein Haus klettern. Geh wieder nach Hause. Ey! Ich denke, wenn man hier irgendwo hochklettert, hauen die ab. Die machen hier alles kaputt. Mensch, ich will doch nur mal kurz meine Dolche reparieren. Geh nach Hause, genau. So, gut. Oh, da oben sind auch noch... Ach nee, die greifen irgendwas... Mein Gott, was ist denn hier noch los? Ich kann mich nicht mit euch prügeln, Freunde. Ey, ich will doch bloß schnell mal die Dolche reparieren. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Geht nach Hause. Nach Hause mit euch. Zack, weg. Und die nächste ist weg. Oh, ich sehe nichts. Lass doch mal los. Ich drück die Taste zum Loslassen. Er lässt nicht los. Meine Fresse, du. Und jetzt ist er völlig. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ich krieg ja gleich eine Macke, Leute. Ich wollte doch nur in Ruhe bauen. So, gebt mir jetzt einen Eisenbarren, bitte. Hier ist keiner. Wo ist denn hier einer? Ein. Okay. So, jetzt repariert er. Sorry, Leute, für das Chaos. Hey, wieso hat er die jetzt nicht fertig repariert? Braucht er mehr Eisenbarren dafür? Hä? Nehmen jetzt halt mal alle. Reparieren. Naja, dann ist es halt so. Mist, ich wollte heute schön mit euch bauen. Aber naja, dann machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ein bisschen leveln ist ja auch nicht verkehrt, ne? So. Einen Schluck trinken. Wir brauchen mehr Krokodile. Da ist noch eins. Oh, guckt, ein Hyänenbaby. So, noch ein Krokodil, dann hätten wir's. Dann hätten wir's, Leute. War hier oben nicht noch eins? Oder wir machen die Bläden Hyänen. Genau, lass uns die Hyänen machen. Oh, das mit der Ausdauer nervt mich ja schon wieder. Hä, ja, wieso sind die jetzt tot? Hä? Wer hat denn jetzt die Hyänen hier klar gemacht? Also ich war's nicht, Leute. Irgendjemand hat die Hyänen getötet. Merkwürdig. Merkwürdig. Naja, dann machen wir den hier platt. Ausdauer tanken. Oh, was hängt denn hier? Meine Fresse. Will mal einmal ausweichen und dann geht's nicht. Komm, ich brauche noch ein Stückchen XP. Oh, ey. Warum trifft er nicht? Ist er irgendwie komisch? Da vorne ist ein Krokodil.
Ah ja, guck mal, die Unterwasserwelt ist auch fantastisch. Geil. Ich freue mich jedenfalls wieder voll in Conan Exiles drin zu sein. Ach ja, der Gunther, der schrieb, ich solle mal... Keine Ausdauer. Im Menü schauen, ob da irgendwas neu ist. Machen wir gleich. So, wir haben es erreicht, Leute. Wissen. Treppen. Da. Da haben wir es freigeschaltet. Geilo. Dann bauen wir jetzt noch die Treppen wenigstens. Dass wir in der nächsten Folge immer schön die Baustelle hochgehen können. Ach so. Jetzt gucken wir mal. Was soll denn hier neu sein? Irgendwas. Herausforderung. Ah. Ah. Coole Sache. Coole Sache. Was ist hier noch neu? Der Battle Pass ist klar. Das gucken wir uns mal genauer an. Mit den, ach ja, der Bazar. Da kann man Dinge kaufen. Cool. Gucken wir uns mal alles in Ruhe an. Ich weiß bloß immer noch nicht, wie man das mit dem, wie man hier Magie dann später machen können. Machen können. Das ist das richtige Wort. Wie man mit Magie umgeht. Aber das kriegt man alles noch raus, Leute. So, wartet mal. Was wollte ich jetzt? Die Treppen haben wir freigeschaltet, ne? Da brauchen wir im Prinzip bloß einen Bauhammer. Da sind sie. Ziegeltreppen. Halt, wir brauchen Ziegel, geformtes Holz und Eisenverstärkung. Ach ja, das Wundsekret können wir auch gleich mal hier in den Feuerschalenkessel schmeißen. Was auch immer das hier ist. Schartiges Geißelsteinfragment. Ich hau mal das ganze Fleisch hier raus. Das möchte ich nicht im Inventar haben. So, geformtes Holz. Nehmen wir die. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ah ja, läuft, Leute. Guckt mal. Es läuft. Isoliertes Holz. Was brauchten wir noch? Ziegel. Ziegel sind hier. In der Hälfte, genau. Wir müssen was essen. Habe ich noch was im Inventar? Nö. Alles vergammelt. Ich habe doch schon mal so ein Fleisch gegessen. Manchmal ist es komisch, aber ich glaube, nach dem Update ist ja einiges noch nicht so ganz, wie es sein soll, Freunde. So, dahin. Wunderbar. Jetzt brauchen wir... Die Schmelzöfen brauchen wir Stein. Brauchen wir viel Stein. Stimmt, ich habe ja diese Fertigungskosten-Dingsi runtergestellt. Wartet. 5, F, Werkstätten. Wie weit... Oh. Wie weit hinter geht er? So. Was ist denn hier die Mitte? Gar nicht so einfach. So, da haben wir hier schon mal 3 Schmelzöfen, Leute. Das ist super. Guckt. Das ist geil. Gefällt mir gut. Mal kurz gucken, ob die auch richtig stehen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir denn schon so Zäune bauen? Warte mal, wie heißt das? Treibgut. Hier, den hier. Stufe 9. Was brauchen wir dafür? Zaunmacher Lehrling. Dann schalt das mal frei. Hä, wo ist das jetzt? Wartet.
Zaunmacher, Lehrling. Da haben wir's. Jetzt müsste ich doch theoretisch, aber da brauchen wir wahrscheinlich normales Holz. Haben wir hier noch welches? Ich hätte hier gern so Treibgutzäune. Weil die anderen Zäune, die sehen immer so aus, die haben so Spitzen nach außen. Das möchte ich nicht. Was wollte ich jetzt? 5, F. Wo finde ich das? Bei Dekoration? Ach hier, Strandgut, guckt. Da. Außenseite. Das sieht cool aus. Ja, doch, das gefällt mir gut. So, dann hier hin und hier noch Zäune. Sieht das okay aus? Achso, warte. Dann auch noch hier. Ja, doch, das sieht gut aus. Das können wir so lassen. Ja, doch, das gefällt mir ganz gut. Mensch, wir sind ja schon wieder spät dran. Okay, Leute. Da haben wir schon mal die Grundsachen hier hingebaut. Ich will dann hier vorne einen Balkon haben. Also hier, einen Balkon. Können wir denn eigentlich schon diese komischen... Wartet mal. Steinziegel. Da gab es doch mal so Palisaden-Dinger. Wie heißt das Palisaden? Ich meine nicht Palisaden. Wie heißt denn das? Wissen? Warte mal, Bau. Bau, hier. Diese Dinger hier. Markisen. Eine Markise. Wo ist denn die nächste Markise? Was ist das hier? Sonnensegel. Ich suche eigentlich so eine Markise aus Ziegel oder irgend sowas. Wartet mal. Markise. Aquilonisch. Treibgutmarkise. Wo kann man denn die nächste freischalten? Hier nicht aquilonisch. Titanisch auch nicht. Sonnensegel. Oh, da müssen wir Steinmetzmeister sein. Genau, hier diese Holzmarkise. Die hätte ich gern. Geht allerdings erst... Warte. Wo ist der Steinmetz? Oh, das nervt, ey. Steinmetz... Geselle? Wo ist der Meister? Hä? Ah, hier. Steinmetzmeister. Da brauchen wir Stufe 30, Leute. Hm. Stufe 30. Ja, schade. Die würde ich gerne hier hinbauen, wisst ihr? Wenn die Treibgutmarkisen, die gehen vielleicht auch erstmal. Wartet mal ganz kurz. Wie sehen die denn aus? Was fehlt denn jetzt? Pflanzenfaser, wartet. Holen wir uns. Oh, leg den Hammer einfach weg. Fünf, F und jetzt. Hallo? Naja. Lass mal schauen. Es ist okay. Es ist okay. Lass mal erstmal so. Wir können es ja nicht ändern, Leute. Wir können es ja erstmal nicht ändern. Das sieht okay aus. Wartet mal, wir gucken mal von hier oben. Ja, doch. Und oben kommt dann isoliertes Holzzeug drauf. Und genau. Inneneinrichtung müssen wir dann sehen. Ich frage mich, was hier passiert ist. Manchmal, dieses Spiel ist mir manchmal rätselhaft. Okay, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, wenn ihr dann wisst, wie das mit der Magie geht. Also nicht zu sehr spoilern, sondern einfach mal so nur so einen kleinen Wink mit einem Zaunsfall geben. Mensch, Beutel, guck mal da oder so. Irgendwie so in der Art, ne? Cool. Dann bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Haut rein. Macht's gut. Ciao.